Ich weiß noch, als alle kleine Zettel in die Luft warfen, das war ein einziges Chaos. Ich fragte, was ist hier los? Und einer antwortete, hier wird gearbeitet, das läuft jeden Tag so ab. Total irre, sowas hatte ich noch nie gesehen. Ich dachte nur, wow, es sah aus, als wäre das hier eine Schlacht. Aber sie hatte eine gewisse Ordnung. Und ich wollte daran teilnehmen. Meinen alten Job habe ich sofort gekündigt, obwohl ich niemanden an der Börse kannte und auch nicht wusste, wie ich auf das Parkett kommen sollte. Ich wusste nur, hier muss ich arbeiten. Ich muss aufs Parkett. Chicago ist einer der größten Börsenplätze der Welt. Die Rohstoffbörse, die Teil der Terminbörse ist, die Optionsbörse und nicht zu vergessen die Aktienbörse. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es 9000 Parketthändler in nur einer Stadt. Chicago ist die Hochburg des Kapitalismus. Knotenpunkt für das Eisenbahnnetz der Nation. Amerikas Weizenspeicher. Weltgrößter Schweineschlachter. All das ist Chicago. Wenn Chicago für eines bekannt ist, dann als Handelshauptstadt der Welt. Das ist der La Salle Boulevard. Im Sommer ist es hier herrlich. Die Bäume voll mit Blättern. Der Geburtsort des Tradings. Wieso gibt es hier so viele Trader? Das liegt am Unternehmergeist. Es herrscht ein unbedingter Siegeswille. Der Wettbewerb ist hart. Er herrscht auch bei den Jungs in den New Yorker Handelsräumen. Aber er findet nicht körperlich statt. In Chicago schon. Es gab einen Ehrenkodex. Integrität, Ehrlichkeit, Respekt. Aber nicht im Pit. Wir haben Gentlemen's Regeln nichts verloren. Wenn es um Geld geht, sind wir alle Feinde. Man spuckt dir ins Gesicht oder jemand rammt dir aus Versehen den Kuli rein. Oder tritt dir auf den Fuß. Egal. Du reagierst erst gar nicht. Das lässt dich kalt. Als wärst du komplett immun dagegen. Du empfindest die absolute Ruhe im Chaos. Der Körperkontakt im Pit war irre. Irgendwann wurde es so eng, dass man schon vor dem Läuten der Eröffnungsglocke die Beine anziehen konnte, ohne dabei umzufallen. Der Prozess des Zurufhandels besteht zu 80% aus Mut. Es ist ein Ausdauerspiel. Du brauchst stahlharte Nerven. Manche waren genial, manche völlig exzentrisch. Einige waren Freaks, die anderen unglaubliche Proleten. An der Terminbörse, als ich Mitglied werden wollte, wurde ich während der Bewerbungsgespräche gefragt, was hast du vor? Ich sagte, viel Geld machen und dann abhauen. Diese Jobs wurden nicht ausgeschrieben. Jemand hat dir vertraut oder ein Freund der Familie hat dich reingebracht, weil du pfiffig warst oder Potenzial hattest.
Ich bin in einem Vorort von Chicago aufgewachsen. Mein großer Bruder ist 4 Jahre älter als ich. Er hat ungefähr ein Jahr Trading-Erfahrung. Er ging davon aus, dass ich interessiert sei. Ich habe viel Sport auf dem College gemacht. Und mein Bruder meinte, Traden ist fast wie Sport. Wenn die Glocke läutet, boom. Als würde man im Michigan Stadium einen Touchdown werfen und 100.000 Leute würden jubeln. Dieser Adrenalinrausch ist total krass. Das ist kein normaler Job. Das ist echt kein normaler Job mit monatlichem Gehalt. Du bist weder kranken- noch rentenversichert. Du musst dich selbst um diese Sachen kümmern. Wenn du mal am großen Geld geschnuppert hast, willst du nicht mal zurück in die normale Berufswelt. Ich konnte es mir nicht vorstellen, für eine Firma zu arbeiten und von einem Chef angeschnauzt zu werden. Wahrscheinlich wäre ich auf ihn losgegangen oder sowas. Ich würde denken, wer bist du schon? Das steht für Creedence Clearwater Revival, eine Abkürzung. Das ist das erste Album meines Bruders, The Endless Summer. Und dass ich das habe, hat seine Gründe. Hier gibt es kleine Gangs, die aus Chicago Südteil, die vom Nordteil. Da gibt es die Juden-Clique, die Iren-Clique, die Italiener-Clique. Ich bin aus Polen. Ich glaube, wir haben keine Clique. Du musst deine Nische füllen und besetzen. Viele hier waren nie auf der Universität, was egal ist. Genau die haben Talent, das schnelle Geld zu machen. Wenn du hier von 8:30 bis 3:15 drin stehst, geht es nur ums Geld. Was des einen leid, ist des anderen, naja, Profit. Traurig, aber wahr. Nicht, dass ich da mitmachen wollte. Vielleicht aber doch. Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Chicago zum Transportknotenpunkt Amerikas. Handelsrouten auf der Schiene und im Wasser endeten in der Stadt in Lagerhallen und Schlachthäusern. Ein Stadthallenmarkt sollte später als die erste moderne Terminbörse der Welt Berühmtheit erlangen. Am 3. April 1848 gründeten 83 Kaufleute die Terminbörse von Chicago. Der Terminhandel bot die Gelegenheit für Käufer und Verkäufer, das Risiko gegen unvorhersehbare Preisfluktuationen abzusichern. Zu viele Rinder dieses Jahr? Dann fällt der Fleischpreis. Dürre im Mittelwesten? Dann steigt der Getreidepreis. Wenn sich Käufer und Verkäufer im Vorhinein auf einen Preis einigen, nennen wir das einen Futures-Kontrakt. Dadurch sichert man sich entweder gegen steigende Einkaufspreise oder sinkende Verkaufspreise ab. Wer sind also diese Männer, die so brüllen und schreien, und was machen sie genau? Mit der zunehmenden Beliebtheit des Rohstoffhandels gab es ab und an mehr Verkäufer als Käufer. Oder es gab eine Nachfrage, die niemand bedienen konnte. Ein Ungleichgewicht, das dem jungen Unternehmer Profit schlagen konnten. Sie agierten als Mittelsmänner zwischen Käufer und Verkäufer und konnten durch den Einsatz des eigenen Geldes selbst Gewinne machen. Und die Marktliquidität wurde verbessert. Der An- und Verkauf von Rohstoffen wurde erleichtert. In frühen Jahren waren diese Spekulanten als Local Trader bekannt. Später wurden sie die Hauptakteure auf dem Parkett. 1981 wurde an den Börsen in Chicago der Handel mit Metallen, Energie, Währungen, Anleihen und Aktienindizes aufgenommen, wodurch das Interesse förmlich explodierte. Bald kamen Anrufe aus der ganzen Welt rein. Der moderne Local Trader schließt hunderte, wenn nicht sogar tausende Futures-Kontrakte pro Tag ab. Oft werden Positionen im Sekundentakt getradet. Jedes Mal riskieren sie ihr eigenes Geld in der Hoffnung auf Profit und versuchen dabei, sich selbst in dem wachsenden Markt durchzusetzen. Es war wie auf einer echten Live-Auktion, auf der der Preis des Rohstoffs, den du gerade handelst, von dem höchstbietenden und dem billigsten Anbieter gemeinsam bestimmt wird. Wenn ich bereit bin, $5 zu bezahlen und jemand will für $5 verkaufen, kommt der Handel zustande. Dann besiegeln wir den Trade. Das geschieht direkt im Pit, indem man sagt, ich habe dir so und so viele Kontrakte zu dem Preis abgekauft.
Dann schreibt man es auf seine Karten. Am Ende geben wir diese Karten unseren Trading-Assistenten und die bringen sie zur Buchungsstelle. Gelbe Jacken waren den Trading-Assistenten vorbehalten. Sonst waren alle Farben und Formen im Pit vertreten. Jeder wollte sich so von der Menge abheben. Hauptsache, du warst in deiner Ecke des Pits klar zu sehen. Einige Typen hatten Jackets mit Schachbrettmuster oder mit den Farben der amerikanischen Nationalflagge. Du musstest auffallen, egal wie. Es ist ein Fehler zu glauben, dass Trader Preise manipulieren, dass sie für die Preisentwicklung verantwortlich wären. Das ist komplett falsch. Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Wenn das Angebot zu klein und die Nachfrage groß ist, steigt der Preis. Wenn das Angebot groß und die Nachfrage klein ist, sinkt der Preis. Die Händler stehen nur dazwischen, kaufen, warten auf Kursveränderungen von einem Zehntel Cent und sind wieder draußen. Und das 100 oder 1000 Mal pro Tag. Es ist witzig, als Anfänger bist du vom Parkett total überwältigt, du kapierst nichts. Und dann geht dir plötzlich ein Licht auf. Das ist ein Broker, der andere führt nur Aufträge aus, der ist ein wichtiger Trader. Dann entwickeln die Leute Persönlichkeit und ab dadurch schaust du, was hier abgeht. Man wird selbstbewusster, arrogant und sagt sich, ich mache das jetzt auch, weil ich mich auskenne, ich kann das. An dem Punkt setzt das Lernen ein. Du erkennst, wie unendlich kompliziert, wie gefährlich und schwierig es ist. Die Jungs sind alle Profis, jeder hier. Tag für Tag handelt man mit seinem eigenen Geld und setzt die eigene Miete aufs Spiel, ohne zu wissen, ob du letztendlich gewinnst. Für viele Leute echter Horror. Ich selbst fand es sehr, sehr beängstigend. Ich habe keine Klienten oder Kunden. Irgendwann dämmert es dir, dass eigentlich keiner dem vertraut, was du machst, außer deiner Familie. Und deshalb bin ich in gewisser Hinsicht der private Hedgefondsmanager meiner Familie. Geld. Sie vertraut darauf, dass ich es nicht verheize. Im Grunde geht es beim Trading darum, etwas billig zu kaufen und teurer zu verkaufen. Basta. Du springst da rein und machst deinen ersten Trade. Wenn du 10-mal auf die Schnauze geflogen bist, ziehst du dich selbst an den Haaren hoch und probierst es wieder. Um 20 nach 7 ging es los. Um 7:30 warst du schon komplett durchgeschwitzt. In diesen ersten 10 Minuten wurden Vermögen verdient und verloren. Jeder hatte Hochs und Tiefs. Meine waren besonders ausgeprägt, wegen der Größe der Trades. Es kommt nur darauf an, wie hoch dein Einsatz ist. Ein Tag mit 5 Ticks, mit 5 winzigen Kursschritten von 1 auf 6. Damit konntest du Millionen von Dollar verdienen, je nach Einsatz. Eine 100-Lot-Position auf Euro-Dollars ist 2000 Dollar wert. Einige Jungs halten 2000 Lots. Wir reden hier von 200.000 Dollar bei jeder kleinstmöglichen Kursbewegung. Bei einem Tick. Laufen die 5 Ticks gegen dich, verlierst du eine Million Dollar. Wenn du wenige Kontrakte gleichzeitig gehandelt hast, hält sich das Risiko in Grenzen. Aber wenn du den Markt in Angriff nimmst und alles Verfügbare aufkaufst, war dein Risiko enorm. Es gab Trader im Pit, die tagtäglich ein Haus riskierten. Es war nicht ungewöhnlich, hier 20, 30 Riesen am Tag zu machen. Also war es auch nicht ungewöhnlich, 20, 30 oder 50 Riesen pro Tag zu verlieren. Oft reichte dafür ein einziger Trade. Ob man will oder nicht, aber es ist eine Form des Glücksspiels. Was sonst soll es sein? Wer eine Aktie kauft, setzt auf die Hoffnung, dass ihr Wert steigt. Wir machen das Gleiche. Optionen funktionieren genauso. Zu dem, was wir im Pit machen, gehört eine Glücksspielmentalität. Schon allein dort zu stehen, ist Glücksspiel. Aber die Belohnung war phänomenal. Wenn du alles riskiert hast, wurdest du entweder gnadenlos zerrissen oder du warst an dem Tag der weit und breit glücklichste Mann in der Börse. Jemand sagte mal, dass der Parketthandel den Jungs aus der Arbeiterklasse die Chance gibt, bei den Big Boys der Finanzwelt mitzuspielen. Der Rohstoffhandel hat nur zwei Ziele. Erstens, viel Geld verdienen und zweitens, viel Geld verwalten. Je schneller du das große Geld verdient hast, desto früher konntest du ein schönes Leben führen. Mir hat es das jedenfalls ermöglicht.
Die Zahl erfolgreicher Trader ist niedrig, weil du immer nur so gut bist wie dein letzter Trade. Was zählt, ist, wie viel du nicht verlierst. Wirklich. Viele Jungs hier haben mehr Geld gemacht als ich. Aber aus irgendeinem Grund wurde es ihnen wieder genommen. Ich denke, ein erfolgreicher Trader ist jemand, der daran festhalten kann und nach 9, 10 Runden noch im Rennen ist. Die wirklich Guten wissen, wann Geld zu verdienen ist und wann man aufgeben muss. Ich bin jeden Tag zur Arbeit gerannt. Und wenn ich nicht gearbeitet habe, war ich absolut unausstehlich. Ich wollte immer nur arbeiten, weil ich wusste, wie viel Geld ich verdienen konnte. Wenn ich im Urlaub war, war es völlig egal, was ich ausgegeben habe, weil ich mehr dadurch verloren habe, nicht bei der Arbeit zu sein. Mir wurde oft gesagt, dass man auch verlieren kann, aber daran habe ich nie gedacht. Letztendlich stand man neben den besten Parketthändlern der Welt. Ich habe sie im Pit beobachtet und dachte, wenn diese Jungs kaufen oder verkaufen, dann mache ich das Gleiche. Mich hat aber auch interessiert, wie sie mit den Verlusten umgingen. Es kommt nicht darauf an, wie viel man verdient, sondern wie viel man nicht verliert. Das bestimmt am Ende dein Jahresgehalt. Ich wollte wissen, wie diese Händler mit dem Stress eines Verlustes umgehen und was sie dann machen. Ich habe im Grunde nur durch Beobachtung von den erfolgreichsten Tradern der Welt gelernt. Die Hausnummern, die man hier hört, wie viel Geld die Leute hier verdienen, können atemberaubend sein. Meine Assistentin, die noch sehr jung ist, verdient etwas mehr als mein Bruder. Mein Bruder ist Anästhesist in der Herzchirurgie. Meine Assistentin war vor 3 Jahren noch in der Oberstufe und trinkt gern Bier. Viele von den Jüngeren hier haben so viel Geld verdient, dass sie nicht wussten, was sie damit anstellen sollten. Aber sie haben was gefunden. Und was haben Sie gefunden? Alles, womit du dich zugrunde richten kannst. Das war Teil des Lifestyles. 5 Jungs haben mal einen Bus gemietet, um nach Michigan zum Golfen zu fahren. Sie haben ein paar Mädels zu der Busfahrt überredet. Und als wir dann... Nein, ich war das nicht. Das müsst ihr rausschneiden. Die besten Kunden in meinem Zigarrenladen waren die Parketthändler. Die waren einfach gut drauf. Die haben immer Spaß. Aber sie sind auch etwas durchgeknallt. Das sind Verrückte. Einem Kunden wollte ich eine Zigarre für $172 verkaufen. Er meinte, was ist das für ein schräger Preis? Machen wir $1 oder $200? 100 oder 200? Ich sagte, was ist dir lieber? Er sagte, keine Ahnung, werfen wir eine Münze. Das habe ich gemacht, er hat verloren, also $200. Wir haben das jedes Mal gemacht, 3 Jahre lang hat er nie gewonnen. Er wollte eine Münze werfen, er wollte die Münze untersuchen, er hat nie gewonnen, nie. Ich sagte, willst du echt die Differenz zahlen? Er wollte es, er hat nie gewonnen. Jedes Mal hat er mir den zu hohen Preis auf den Tisch geknallt und ist gegangen. Ich habe es geliebt, echt wahr. Joey hat mich angerufen und wollte, dass ich ein paar 100 Zigarren in die Börse bringe. Also bin ich rübergegangen, hat mich reingeholt und gleich mit aufs Parkett genommen. Ich kannte viele Jungs im Pit, weil sie meine Kunden waren. Ein paar winkten mich gleich zu sich und Joe sagte, die wollen eine Zigarre, wirf ihnen eine zu. Also holte ich welche aus der Schachtel und warf sie durch den Pit. Die Jungs haben sie gefangen. Ich habe Zigarren in alle Richtungen durch den ganzen Pit geworfen. So ein Typ, der wohl für die Sicherheit im Pit zuständig war, kam sofort auf mich zu und sagte, ich müsste sie eigentlich rauswerfen. Aber er sagte nur, darf ich eine Zigarre haben? Jeden Nachmittag waren wir auf den Börsenschluss vorbereitet. Wir wussten gleich, ist es soweit. Wenn man die Jungs aus der Börse kommen sah, wusste man, was sie für eine Laune hatten. Ob sie einen guten oder miesen Tag hatten. Manche Tage haben ihr Leben verändert. Das hat man ihnen angesehen. Das war spürbar. Die haben nicht um 5 ausgestempelt und sind aus dem Büro raus. Every
Jedes Mal, wenn du beim Traden Geld machst, ist das wie ein Applaus, den nur du hören kannst. Weil alle im Pit gegen dich spielen. Du stehst bei jedem Trade in Konkurrenz zu deinem Nebenmann. Und der, der am schnellsten kaufen brüllt, bekommt den Trade. Und du weißt genau, der Typ neben dir braucht ihn genauso dringend wie du. Er muss seine Miete zahlen, seine Kinder in die Schule schicken, aber du machst ihn platt, reißt ihm die Eingeweide raus, weil der Broker gebrüllt hat, verkauft. Dein Nachbar, dem du gerade gesagt hast, kauf sie, fragt dich, wie viel habe ich bekommen? Und du sagst, keinen. Ein Kumpel sagte mal, wenn du einen Freund brauchst, leg dir einen Hund zu. Es gibt keine Freunde im Pit. Die meisten können ihre Differenzen nach getaner Arbeit beiseite schieben. Aber manchmal, wenn es um den allmächtigen Dollar geht, wird es hässlich. Einige Jungs rasten aus und brüllen sich an. Miese Beschimpfungen, gottesunwürdig. Einigen hilft das beim Traden. Wahrscheinlich mochten sie dich sowieso nicht, ohne Zweifel. Wenn sie die Möglichkeit hätten, würden sie dir in die Fresse hauen. Es gibt viel Streit in den Pits. Darauf ist keiner stolz, aber manchmal gehen die Kerle aufeinander los. Es wurde viel darum gestritten, wer den letzten Trade gemacht hat. Warst du es oder der Typ neben dir? Einer der Jungs dachte, er hätte einen Trade bekommen, aber er wurde ihm weggeschnappt. Er ist ausgerastet, ist rübergerannt und hat dem anderen in die Nase gebissen. Ich bin 1,90 und wog damals ca. 115 Kilo. Trotzdem haben mich auch kleinere Typen aufs Übelste beschimpft. Die Typen sagen dir ins Gesicht, du bist so ein fucking Idiot. Unglaublich, dass du so einen fucking Trade gemacht hast. Und du hast gesagt, du machst wohl Witze. Erstens war das ein guter Trade, du bist bescheuert. Und zweitens, halt die Fresse. Und wenn dich jemand nach einem Trade am liebsten erwürgen wollte, fand man das gut und wollte das wieder tun. Denn dann hat man was richtig gemacht. Ein Satz, der in Chicago oft gefallen ist. Treffen wir uns draußen beim Pferd? Denn vor dem Gebäude stand diese Riesenstatue. Gingen die Streithähne wirklich raus, ist eine ganze Meute von Typen gleich mitgegangen. Wir schauen uns an. Er sagt, gehen wir raus, du Arsch. Also machen wir das. Dieser Scheißkerl dreht sich um und schlägt mir mit der Faust ins Gesicht. Richtig fest. Ich brülle, du willst eine richtige Scheißschlägerei, Herr Arschloch? Er holt nochmal aus. Ich duck mich und er schlägt eine fucking Fensterscheibe ein. Das Blut spritzt wie eine Fontäne. Und er sagt, Mike, fahr mich ins Krankenhaus. Ich guck ihn an und sage, das ist fucking zu spät. Viele von uns haben keine sonderlich gute Bildung genossen und waren gerade mal auf der Highschool. Wir haben alle jung angefangen, hatten keine Ahnung. Ich habe an 5 Tagen 2,5 Millionen Dollar gemacht. It's a pure business in theory. Theoretisch ist das pures Business. Aber wenn es letztendlich um so viel Geld geht, merkst du erst, wie die Leute wirklich drauf sind. What somebody's really like. Du musst im Pit versuchen, sauber zu bleiben. Ich halte mich für einen sauberen Trader. Ich liebe den Handel, aber ich hasse die Typen hier. Die ist witzig, sie steht auf Rollen. Wenn du so einen Scheiß machst, bist du echt durchgeknallt. Dann hast du Probleme. Die sind so groß, du glaubst es nicht, bis du es selbst gesehen hast. Man denkt, oh, eine Giraffe. Aber diese Tiere sind echt gefährlich, wie alles in Afrika. Alles. Denn dort wird alles gefressen. Wenn ich dort bin, höre ich immer, dass jemand durch ein Tier umgekommen ist. Jedes Mal. Man bekommt dort eine Liste. Sie nennen es das Menü. Da stehen alle Tiere drauf und daneben die Preise. Du gehst also in den Busch, siehst dich um und sagst, das Tier kostet 2.000, das ein Tausender, wenn du es schießt. Wir haben meistens auf Affen gezielt, weil die nur 50 Dollar kosten. Die Löwenjagd war eine echte Abzocke. Dieses Arschloch macht den Käfig auf und ich habe den Löwen abgeknallt. Ich habe sofort gemerkt, das war jetzt falsch. Mit dem Nashorn war es genau das Gegenteil. Da war ich das letzte Mal glücklich. Das Nashorn ist auf mich losgegangen. Es macht keinen Spaß, wenn du nicht dabei draufgehen kannst. Für Großwild brauchst du ein großes Kaliber. Es ist so geil, mit dem Teil zu schießen.
Eine Wesley Richards. Von, ja, herrlich. The beauty of hunting is that das Schöne am Jagen ist, dass es nichts mit der Börse zu tun hat. Oder mit meinen Partnern. Da bin nur ich und etwas, das vor mir wegrennt. Wants to get away from me. In dem Business musst du Straßenjunge und Geschäftsmann zugleich sein, weil es um zu viel Geld geht. 25 Jahre Handel ist echt die Hölle, wenn du nicht dazugehörst. Und ich habe nie dazugehört. Die ganze Macht von 150 Jahren Terminhandel nahm in Chicago seinen Anfang. Und alles ging von den Brokern aus. Die Broker kriegen die Orders, die von außen von den Kunden kommen. Wenn du dich mit denen gut stellst, hast du garantiert jeden Tag ein schönes Leben. Es ist ein Spiel. Wen kennst du? Mit wem bist du aufgewachsen? Wen heiratest du? Wer ist dein Kumpel? Dieser ganze Scheiß. Ich wäre sehr viel erfolgreicher, um einiges, wenn ich mal die Schnauze hätte halten können und das Spielchen noch besser drauf hätte. Solche Klamotten hätte ich mal mit 20 tragen sollen. Fuck. Ich war ein kleiner, abgefuckter Wichser. Ah, fuck, seht euch das an, Arschlöcher. Das Schöne am Traden, wenn es läuft, ist der Rhythmus. Du ziehst dein Ding durch. Das Problem ist, wenn es nicht mehr rund läuft, fängst du an nachzudenken. Wieso sollte ich diesen Trade machen? Wieso das kaufen, das verkaufen? Und sobald man anfängt nachzudenken, hat man es schon versaut. Ich muss sagen, der Markt ist eine Riesenhure. Im Ernst. Er muss so viele Leute vögeln wie möglich. Das ist sein Zweck. Am Anfang geht es noch nicht so schnell bergab. Die wird vielleicht nur kurz heiß, weil es ein bisschen mies läuft. Und plötzlich wird es schlimmer. Und dann noch schlimmer. Du fühlst dich wie in Hypnose oder sowas. Sie hält dich in der Abwärtsspirale fest. Du weißt, du wirst verlieren. Und das bestätigt sich dann. Du sitzt da und die Kurse entwickeln sich gegen dich. Und du spürst, du kommst dann nicht mehr raus. Sagen wir, du hattest $12,000 verloren und sagst, ich muss hier raus. Du checkst das, bist unter dem Limit, willst raus. Aber was machst du? Du sagst, ach, scheiß drauf, ich kaufe noch mehr. Und dann, bumm, geht es noch weiter runter. Dir schießt nur durch den Kopf, wie viel verliere ich jetzt gerade? Da geht dein Auto hin, da geht dein Haus hin. Als würde dir einer andauernd in die Eier treten, ohne Ende. Und du sagst, okay. Niemand außer dir kann dir so viel Geld wegnehmen, wie du an einem Tag verlieren kannst. Die Verantwortung dafür trägst nur du selbst. Und es ist lustig zu sehen, wenn es einem anderen passiert. Was hier abgeht, ist für jeden wahrnehmbar. Die Jungs sehen sofort, wenn du Geld verlierst. Und sie rammen dir noch das Messer in die Seite und drehen es, indem sie sagen, vor einer Stunde sah es noch ganz gut aus, Pete. Die Leute hier sind schadenfroh, wirklich. Es gibt einen Witz, den wir immer bringen, wenn wir am Eingang stehen. Man muss mit einer Magnetkarte rein und wenn du sie durchziehst und das rote Licht angeht, sagt der Typ hinter dir, oh, schlechten Tag gehabt gestern, was? Du sagst, nein, alles gut, komm schon. Dann leuchtet es grün, du sagst, hurra, ich darf noch einen Tag weiterleben. Oft war der Markt sehr volatil und dann kam am nächsten Tag einer der Kerle nicht mehr zur Arbeit. Da wird dir klar, der war fertig, hat alles verloren. Am Valentinstag 1994 hielt ich eine kleine Position auf den Yen. Die Japaner und die Amerikaner waren kurz davor, ein Handelsabkommen zu treffen. Dann wurde die Frist verlängert und am Ende hieß es, es wird kein Handelsabkommen geben. Als wir Montag loslegten, war der Markt am Limit. Ich verlor $40,000 und lag auf der falschen Seite. Eine Rallye brach aus. $1,000 pro Punkt. Mit jedem Punkt, den es nach oben ging, habe ich $1,000 verloren. Am Ende ging es um 150 Punkte nach oben, also $150,000. Das war niederschmetternd. Auf einmal war ich ganz unten. Oh mein Gott, ich habe alles verloren. Wir sind schließlich wieder zu meinen Eltern gezogen. Fertig?
Team Nummer 1. Am besten gehen wir hier entlang. Ich bin ausgestiegen und habe als Trading-Assistent angefangen. So verdiene ich 400 Dollar die Woche. Irgendwann war meine Frau mal betrunken und sagte, du bist nur ein beschissener Assistent. Ich denke, ihre Erwartungen an mich waren um einiges höher. Okay, ich nehme den. Das macht Spaß, wenn es ein bisschen wärmer ist. Aber jetzt ist den Leuten zu kalt. So hast du den Platz für dich allein. Als die Trennung kam, war das ziemlich verheerend für mich. Ich liebe meine Kinder. Das hat mich weiter motiviert. Ich kann jetzt nicht aufgeben, weil sie mich ja brauchen. Schon als kleiner Junge wollte ich immer ein guter Vater sein. Ich bin mit vielen Brüdern aufgewachsen und genau aus dem Grund wollte ich seit meiner Kindheit Vater werden. Weißt du, wie das geht? Nein. Okay, du gehst zur Bank und steckst sie in den Automaten. Du tippst die Nummer ein, wenn das verlangt wird. Dann wirst du gefragt, was du machen willst. Willst du den Kontostand wissen oder was abheben? Du gibst ein, wie viel du haben willst. Okay? Wenn du die Karte reinsteckst, vergiss nicht, sie danach wieder rauszuziehen. Lass sie nicht stecken. Kann ich damit tanken? Mit der Karte? Nein. Du kriegst Bargeld und kannst einzahlen. Alles klar? Als ich in der Grundschule war, hat er meine Klasse besucht und eine Rede gehalten. Er wollte, dass wir alle aufstehen und so laut schreien, wie wir können. Da wusste ich, so läuft das den ganzen Tag bei ihm. Ich hatte ja keine Ahnung. Es ist hart. Unsere Märkte sind dünn. Es war eine harte Woche. Am Freitag habe ich rumgefragt, wie es bei den Kollegen so lief. Jeder sagte nur, es ist brutal. Brutal, was da gerade läuft. Ich bin mit drei Brokern verbunden. Einer steht rechts, einer links und über den Kopfhörer rede ich mit dem dritten. Manchmal muss ich meinen Kopfhörer absetzen und ich sage, warte mal, mir wird da gerade der Arsch aufgerissen. Ich bin gleich wieder für dich da. So läuft das. Momentan sind im Lotto-Jackpot 320 Millionen Dollar. Und ich habe ein Los gekauft. Wenn ich mir früher so ein Los gekauft habe, als ich noch verheiratet war, habe ich mir mit dem Los in der Hand immer gedacht, hoffentlich gewinne ich nicht. Weil sich sonst mein ganzes Leben verändern würde. Es hätte sich dahingehend verändert, dass ich unglücklich gewesen wäre. Naja. Jetzt probiere ich es doch noch mal. Yeah, I'll take the chance now. And you will have a big loss. Man hat auch mal hohe Verluste. Es ist entscheidend, wie schnell du diese Verluste glattstellst. Wenn das passiert, kannst du nur hoffen, kein Drogen- oder Alkoholproblem zu haben. Daran zerbrechen Trader. Irgendwann hat jemand mal ein Päckchen Drogen im Pit verloren. Und keiner hat es aufgehoben. Alle haben hingeguckt. Niemand wollte, dass man ihm sowas anhängt. Alle saßen da, guckten auf das Drogenpäckchen und keiner hat es aufgehoben. Drogen und Alkohol sind eine üble Begleiterscheinung in unserem Geschäft. Die Leute, die immer unter Strom stehen, haben diese Neigung. Egal, ob sie in der Industrie, im Sport oder im Filmgeschäft oder bei einer Versicherung ihr Geld verdienen. Nur damit funktionieren sie, aber das muss ja nicht sein. Okay. Die Leute an der Rohstoffbörse hassen mich. Ich weiß noch, als ich das erste Mal da reinmarschiert bin, hatte jedes Arsch, darf ich Arschloch sagen, eine Rolex am Handgelenk. Sie sagten, guck mal. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich mit dem Traden angefangen habe. Ich dachte, die haben mehr am Handgelenk als ich auf dem Konto.
hätte den in die Fresse hauen können. Und ich schwöre, 99% checken es immer noch nicht. Wenn sie gewinnen, setzen sie weniger ein. Setz mehr ein. Wenn mal was läuft, bei dem du $100,000 machen kannst, dann greif zu. Wenn du 3 Sechser am Stück hast, schnapp sie dir. Dann gewinnst du. Mit Geld kriegst du die schärfsten Weiber. Ich habe ein Playmate gevögelt. Ist das nicht der Traum eines jeden Mannes? Aber eins darfst du beim Traden nicht. Geld verlieren. Wenn du Geld verlierst, verändert sich alles. Du kannst nicht erwarten, dass du das gleiche Leben weiterführen kannst, wenn du verlierst. Irgendwann kriegt Gott oder sonst eine höhere Macht dich am Arsch. Du willst dir teure Sachen kaufen, weil du es geschafft hast, weil du genug Geld hast, um es zu kaufen. Aber plötzlich verlierst du nur. Jeden Tag. Du kaufst dir ein Haus, doch dann verdienst du kein Geld mehr. Du machst teure Urlaube. Und sobald du denkst, du wärst über den Berg. Keine Ahnung. Wie gehen Sie damit um? Muss ich nicht. Verdiene jeden Tag Geld. Verdienen Sie jeden Tag Geld? Das habe ich mal, ja. Und jetzt? Was ist passiert? Traden Sie noch? Heute? Schnitt. Ich weiß noch, wie 3, 4 erwachsene Männer im Oktober 87 auf den Eingangsstufen standen und geweint haben. Das hat mich tief beeindruckt. Das waren Jungs, von denen man dachte, die machen keine Fehler. Die waren die Ersten hier, die Pioniere. Sie haben ein Riesenvermögen aufgebaut. Sie waren nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Das hat sie umgeworfen. Weil so viel schiefgehen kann, weil man sehr schnell sehr viel Geld verlieren kann, ist der Stresslevel für einige Jungs hier zu hoch. Die haben sich umgebracht. Und sie hatten Frauen und Kinder. Es muss ein ungeheurer Stressfaktor sein, wenn du deiner Frau und deinen Kindern nicht mehr in die Augen sehen kannst. Und das ist brutal. Richtig brutal. Vor ein paar Monaten habe ich gesagt, ich höre auf. Ich will raus aus dem Pit. Meine Fixkosten sind immens hoch. Mein Bruttoverdienst war immer angestiegen. Dann habe ich letztes Jahr plötzlich weniger als die Hälfte des Vorjahres verdient. Um 8.30 Uhr öffnet der Börsenhandel. Alles öffnet um 8.30 Uhr. Ein Trade lief um 7.30 Uhr. Um diese Zeit kommen die Arbeitslosenzahlen raus. Das habe ich verpasst. Wenn ich am Rechner gesessen hätte, hätte ich traden können und wäre um 8 schon fertig gewesen. Stattdessen muss ich jetzt warten, ob ich im Laufe des Tages mehr Glück habe. Es verlagert sich alles auf den Computer. Egal ob morgen oder erst in ein paar Monaten, keine Ahnung. Man erkennt das an meiner Jacke. Sie ist verblasst, genauso wie das Parkett. So viele Parketthändler wie früher gibt es heute nicht mehr. Früher waren hier noch einige Tausend, die in den Pits gehandelt haben. Als ich noch dabei war, in den 80ern, waren wir bis zu 500 Leute in einem Pit. Heute sind es vielleicht noch 50. Ein Großteil des Handels läuft nun elektronisch ab. Das Internet hat sich in den 90ern durchgesetzt. Die Geschwindigkeit, mit der Informationen bei den Marktteilnehmern ankam, wurde immer höher. Jeder am Markt bekam alle Informationen gleichzeitig. Die Trading-Industrie hielt mit dem raschen Informationsaustausch Schritt und beschleunigte sich. Jeder wollte den sofortigen Trade, im Augenblick der Nachricht. Dadurch wurde der Markt zwar demokratischer, aber die Leute im Pit hatten kaum mehr Wettbewerbsvorteile. Computer haben die Handelsvolumen stark vergrößert. Einzelne Parketthändler spielen bei der Liquidität keine Rolle mehr.
Früher konnte man Kursveränderungen mit dem bloßen Auge beobachten. Das ging in kleinen Schritten rauf und runter. Heute jagen die Kurse über den Bildschirm um 5 Punkte. Direkt von 5 auf 10, dazwischen gibt es nichts mehr. Wo der Kurs liegen müsste, wissen Kunden auch. Für die Trader im Pit, die einfach gehen und verkauft haben, mit einem kurzfristigen Kauf und einem raschen Verkauf Sekunden später, für die bietet das Parkett weniger Ertragschancen als damals. Man hat es deutlich am Nasdaq-Index gesehen. Das große Volumen wird nicht mehr im Pit gehandelt. Es wird weniger getradet. Ich habe mehr auf Kommission gehandelt mit der Kiste. Den Computer nenne ich Kiste. Die übelste Erfindung überhaupt. Es ist einfach nur widerlich. In den 70ern war ich an der Wall Street. Ich war in den Diskotheken, immer nachts unterwegs, hatte Spaß und ich war ein Trader. Es war so wunderbar befriedigend. Man kam morgens rein und hatte mehr Geld auf seinem Konto. Und einen Augenblick später waren es, wow, schon wieder $1,000 mehr. Lasst uns ausgehen und Cocktails trinken. Wir waren 20 Jahre lang die Größten. Ich hätte in Rente gehen sollen. Der Wunderdünger. Ich bin in den 60ern aufgewachsen. Deshalb kannte ich keine Computerspiele. Ich habe damit nichts am Hut. Ich bin 51 und das bringt mich um. Ein typisches Wochenende läuft so. Ich komme am Freitag aus der Arbeit nach Hause, entspanne mich, meine Kinder kommen von der Schule. Ihr kriegt auch noch einen Spritzer. Und auf einmal fragst du dich, kann ich noch traden? Bin ich ein Trader? Niemand ist kugelsicher, eins meiner Lieblings-T-Shirts. Die letzten 5 Jahre waren sehr schwierig. Wir reden vor den Kindern natürlich nicht über Geld. Wir müssen den Gürtel enger schnallen. Wir lieben Sonderangebote, Schnäppchen. Die Pits haben Chicago zum Bankenzentrum gemacht. 50% billiger. Es ist tragisch. Alle wollten auf den Computer umsteigen, weil das alte System zu langsam wurde. Sie wollten es loswerden und abhaken. Ich muss ein Jahr warten, bis das Zeug billiger wird und im Ausverkauf ist. Das ist der beste Hochdruckreiniger aller Zeiten. Aber Geduld ist eine Tugend. Die Computer haben die Dynamik verändert. Man braucht keine Market Maker mehr. Sie sind zwar alle noch im Pit, aber sie leben nun ein anderes Leben als noch vor 7, 8 Jahren. Und definitiv ein anderes als noch vor 20 Jahren. Okay. Was sehen wir hier? Das ist die deprimierende Seite des Computerhandels. Das sind die letzten übrig gebliebenen. Billionen Dollar wechseln täglich über die Online-Plattform Globex den Besitzer. Aber in den Pits? Da läuft nichts. Warum? Weil riesige Aufträge hin und her schießen, mit einer messerscharfen Spanne zwischen Kauf- und Verkaufspreis. Nur die Computer halten da noch mit. Jedem Nachfrage- und Angebotspreis stehen zigtausendfach Aufträge gegenüber. Durch den Parketthandel die Liquidität zu verbessern, ist unnötig. Man muss wissen, dass 95% des weltweiten Handels elektronisch stattfinden. Sie werden in anderen Ländern keine Pits finden. Weizen, Kaffee, Kakao, Zucker, Energie, alles wird heutzutage elektronisch gehandelt. Man hat Algorithmen, die sagen, kauf zu dem Preis, verkauf zu dem Preis. Wenn ich gewinne, soll es so viel sein, wenn ich verliere, so viel. Und die Computer erledigen das, erzeugen den ganzen Tag Gebote und Angebote gegen andere Computer.
Heute gibt es nur noch Computertrader. Diese Leute, wenn du kein Programm hast, das so programmiert ist, dass es auf bestimmten Kursniveaus automatisch eingreift, kannst du nicht traden. Ich hab's noch nicht kapiert. Konsequenterweise bin ich im Rindfleischpit geblieben. Seit 2 Jahren bin ich dort und wir machen alles noch auf dem Papier. Die versuchen uns mit ihrem Computervirus anzustecken. Unsere Kunden wollen mit ihren Brokern sprechen. Und das ist das letzte Überbleibsel des Zurufhandels. Eine der Gründe dafür, wieso diese Parkett-Cowboys so viel Geld verdient haben, war ihre Fähigkeit, andere Trader durchschauen zu können. Kleinste Hinweise in den Gesichtern der Broker, die Lautstärke und der Lärm, all das waren Messinstrumente für den Angstfaktor auf dem Handelsplatz. Seitdem alles nur noch auf dem Bildschirm abläuft, sieht man nur noch Preise, Zahlen, die rauf und runter gehen. So sieht das Leben eines Computertraders aus. Man sitzt hier, ohne sich zu bewegen. Sie müssen verstehen, dass ich jahrelang diese unglaubliche Energie des Börsenparketts genossen habe. Ich glaube, es gibt nur 4 Frauen auf dem Parkett. Wenn du da drin bist, denkst du, du säufst ab, wenn du nicht schwimmst. Es gibt nur Jungs im Pit, mit Schweißflecken unter den Armen. Ich habe irgendwann mal versucht, was zu rufen, um etwas zu kaufen oder zu verkaufen. So habe ich angefangen. Buy or sell a one lot, that's how I started. Das ist unser täglicher Sport. Und dann sitzt man plötzlich in einem Büro vor dem Bildschirm, ohne Schreierei und Gedränge. Das ist ein Lernprozess, wie ein alter Hund, der neue Kunststücke lernen muss. Man macht einige Fehler, man drückt aus Versehen auf Kaufen, wollte aber Verkaufen anklicken. Für die Kinder mit ihren Computerspielen ist das selbstverständlich. Das dauert aber, bis man das kann. Wenn man auf mehreren Märkten handelt, kann man das technisch kaum überschauen. Man kann nicht mehr als 1 oder 2 Märkte im Auge behalten. Ich gucke nur dahin. Der Rest ist alles nur Show. Wenn Sie denken, man kann das alles gleichzeitig überwachen, mit dem Geblinke hier, sind Sie verrückt. Mich interessiert nur das. Ich beobachte nur diesen aktuellen Preis. 99% der Zeit beobachte ich die hier, die von plus 25 bis plus 30 und wieder zurückgehen. Und das war's. Sehen Sie ein Fußballspiel lieber nur auf Ihrem HD-Fernseher, gefilmt mit mehreren Kameras? Das ist Präsenzhandel. Oder gucken Sie während des Spiels nur auf die Anzeigetafel. Das ist der elektronische Handel. So sieht man das hier. Und da ist was dran. Wir wollten immer wissen, wer am schnellsten zuschlägt. Jetzt sind es Nanosekunden. Im Computer ist nun der kleine Marktplatz, auf dem die Männer früher selbst standen. Wieder rein. Geh wieder rein. Komm schon. Back in. Geh runter. No. Give us a shot. Gib uns eine Chance. Spielen wir. Gold ist stark gefallen. Ist schwer zu beurteilen. Ich hatte was, aber viel zu billig. Damn it. Scheiße. Komm schon. Pop. Look at it. Seht euch das an. It's supposed to be a money machine. Das ist wie eine Gelddruckmaschine. Aber eine, die dir dein Geld auch wegnimmt. Nice trade, Adam. Guter Trade, Adam. Did you get a package? Hast du ein Package oder? Nicht links. Die blaue Seite zeigt den gesamten Handel in der Welt an. Das sind die Gebote. Zu dem Preis wollen alle kaufen. Die rote Seite sind die Angebotspreise. Wir nennen sie Ask. Sie fragen, wer ihren Preis bezahlt. Go, los. Das ist gut für die Bauern. Oh mein Gott. Kauf sie. Er will nicht. Mann, geht das schnell, aber es macht Spaß. Das macht echt Spaß. Wenn ich den Preis kriege. Ich trade seit 2 Jahren.
Ich wollte endlich mal zweistellig werden. Und Anfang des Monats war es soweit. Ich war voll aus dem Häuschen, wollte aber bescheiden sein, weil das Geld sonst sofort wieder weg ist. Man kommt so leicht in die Märkte rein, so leicht, mit nur einem Mausklick. Wenn es gut läuft, denkst du, du bist der Größte. Und plötzlich verlierst du alles wieder. Da wird man sauer und dreht durch. Die Trader haben Schwierigkeiten, ihre Emotionen in den Griff zu kriegen. Deswegen schreiben Leute Computerprogramme und hängen sie an den Markt, weil die frei von Emotionen handeln können. Die Emotion ist in das Programm eingebaut, aber mit System. Es kann die Verluste kontrollieren. Wenn es runtergeht, steigt es verdammt nochmal aus. Analysten drängen rein, diese Technikfreaks, miese Typen, die nur Logarithmen, Algorithmen und Affenrhythmen folgen. Der Markt wird immer mehr von Bastarden bestimmt. Wenn Wirtschaftsnachrichten rauskommen und der Markt sich in eine Richtung entwickeln müsste, tut er es aber nicht. Das hat nur einen Grund. Die Computerprogramme sind anders justiert. Die Märkte reagieren nicht normal. Ich habe 18 Jahre am Stück Geld gemacht und jetzt verliere ich seit 3 Jahren, weil der Computer das Traden übernommen hat. Haben sich die Märkte dramatisch verändert? Nein. Sie gehen wie immer rauf und runter. Aber der Computer macht es für den Trader unmöglich zu traden. Das Grundprinzip ist, dass niemals eine Person mit dem Rechner allein arbeiten sollte. Am besten arbeiten 2 Programmierer paarweise, damit sie sich ständig gegenseitig kontrollieren. Einer diktiert, einer tippt. Ich tippe. Ich denke es durch. Er sagt, was ich machen soll. Und das passiert in Echtzeit. Genau. Wir korrigieren und tippen. Diese Leute haben Programme, sie finden sie wundervoll, angeblich alles ohne Hintertüren. Ich glaube, diese Leute hacken sich rein und wissen, wie man das System steuert. Mitten in der Nacht zieht jemand im Hintergrund die Fäden. Wollen Sie alle hier vorstellen? Klar. Das ist Phil, der Atomphysiker. Er besteht aus Argon. Hallo. Das da drüben ist Raja. Hallo Raja, wie geht's? Gut, danke. Er ist unser High-End, Back-End. Super, High-End, Back-End-Programmierer. Ja. Das ist Rama. Hi Rama, wie geht's? Gut, danke. Was machen Sie? Ich mache auch Back-End, High-Traffic-Systeme. Und was machen Sie? Ich mache mir Sorgen. Er macht sich rund um die Uhr Sorgen. Ich mache mir rund um die Uhr Sorgen. Larry ist einfach irre. Er hat eine Brücke zwischen der IT- und Trading-Welt geschaffen. Larry war früher selbst auf dem Parkett. Er hat all sein Wissen aus den letzten Jahrzehnten in die Entwicklung gesteckt und hat es den Programmierern hier weitergegeben. Wenn es um die Weltherrschaft geht, sollte man immer sowas dabei haben. Die meisten hier kommen in der Früh, die Glocke läutet, sie traden ein bisschen, dann läutet die Glocke wieder und sie gehen wieder nach Hause. Aber sie denken oder planen nicht einen Schritt weiter. Sehr wenige Geschäftszweige werden überleben, wenn man sie so betreibt. Wo ist dein Businessplan? Wo ist deine Prognose? Welche Märkte verändern sich? Wo gibt es Chancen? Von welcher Technologie kann man profitieren? Sie haben nicht gelernt, sich anzupassen. Das ist eine neue Form von Darwinismus. Ich wollte an den Computer, aber ich habe mich zu Trades gezwungen, die ich nicht hätte machen sollen. Ich habe in zu großen Dimensionen gehandelt. Ich habe noch mehr Chips auf den Tisch gelegt, als ich sie eigentlich hätte vom Tisch nehmen sollen. Der Pit verleitet dich zum großen Deal. Er pusht dich auf ein hohes Niveau. Dort solltest du das machen, was du kannst. Aber im Pit kommst du davon ab. Für Leute, die genug Geld zum Handeln haben, ist das toll. Aber ich bin hier fehl am Platz. Jedes Mal, wenn ich im Pit stehe, denke ich, ich werde verprügelt.
Es ist gerade jetzt, also eigentlich jedes Mal, ein schwerer Kampf. Es ist... Ich kenne einige der besten Parketthändler aus dem Präsenzhandel. Die haben heute am Computer null Erfolg. Am Computer genauso zu traden wie früher im Pit ist unmöglich. Ich arbeite hauptsächlich für Trader und Tradingfirmen. Ich habe einen Master in Psychologie, bin Therapeutin und Coach. Und der Andrang aus der Industrie ist riesig. Ich arbeite mit einigen Tradern und helfe ihnen bei der Umschulung vom Präsenzhändler zum Computertrader. Ich nehme sie an der Hand, lenke sie ab und frage sie, war das schön? War das spannend? Toll, es wird bald vorbei sein. Aber ich zeige dir noch etwas sehr Cooles. Komm mit nach oben. Und dann bringe ich denjenigen in die Abteilung der Computertrader und sage, das ist die Zukunft. Diese Jungs verlieren all ihr Selbstvertrauen. Sie können nicht am Computer handeln. Oft begreifen sie dadurch erst, dass sich etwas verändert hat. Manche schaffen den Übergang innerhalb von Monaten, manche brauchen Jahre. Und der Unterschied ist in erster Linie, wie sie in mein Büro kommen, ihre Einstellung. Sind sie bereit für Veränderung oder sagen sie, mein Leben ist vorbei? Die Jungs, die sagen, mein Leben ist vorbei, sind von Anfang an viel schwerer für eine Alternative zu begeistern. Ein Freund will mir in seinem Büro zeigen, wie man Standard & Poor's Aktien tradet. Er hat ein Programm dafür. Klick auf Blau für Kaufen und Rot für Verkaufen. Großartig. Als ich aufgewachsen bin, ging es nur um die Familie. In den Sommerferien fuhren wir 3 Wochen von einem Superhotel zum nächsten. Wir haben alles gesehen. Heutzutage ist es schwierig, ein Kind großzuziehen. Die werden zu schnell reif. Sie sind nie Kinder. Die hängen nur vom Computer in dieser Videowelt. Familie spielt keine Rolle. Das geht schnell vorbei. Das ist traurig. Ich vergleiche das mit der Präsenzbörse. Mit dem Verlust des Parketthandels haben wir eine Institution verloren. We've lost an institution. Hättest du je gedacht, dass das an dieser Tür hängt? Sehr schön. Meine neue kleine Welt. Sie ist schön, aber es ist eine Computerwelt. Genießt du das Computerleben? Ich sag dir was. Ich war noch nie so glücklich. Ich hasse E-Mails. Ich hasse Computer. Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Ich finde, dass der Parketthandel der ehrenwerteste und effizienteste Handel der Welt ist. Es ist ein neues Spiel, eine neue Weltordnung. Ein Scheißspiel! Würdest du auf diesem Weg viel verdienen, wäre es kein Scheißspiel. Mir würde es keinen Spaß machen. Es ist ein Irrglaube, dass die Parketthändler nicht mit den Computerhändlern mithalten können oder mit den Leuten mit ihren Formeln. Ich kann's nicht. Die müssen genauso auf dem Markt kämpfen. Ich habe 30 Jahre getradet. Und ich kenne die Märkte. Es fühlt sich anders an. Das tut es nicht. Falsch! Ich will einen Vergleich anstellen. Du bist Musiker, aber nur in klassischer Musik ausgebildet. Und das soll heißen, du kannst keinen Jazz spielen, weil er andere Harmonien hat, einen anderen Rhythmus? Klar könntest du's. Du willst nur lieber Klassik spielen. Der Markt ist wie eine Symphonie. Und als Musiker musst du so spielen können, wie es dein Dirigent dir vorgibt. Und so hat sich meiner Meinung nach unsere Branche entwickelt. Jeder Markt wird von Computern beherrscht. Nicht der Rinder- und der Schweinemarkt. Ja, du hast recht, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Aber die haben diese Programme. Die bieten für 100 5 Cent das Stück. Du schlägst zu und auf wunderbare Weise sagen die Computergötter, ich habe nur einen bekommen, der Rest wurde nicht ausgeführt. Wo ist der Rest hin? Keine Ahnung, an die anderen, die haben bessere Programmierer. Nur die Programmierer verdienen das Geld. Ich sage, der Computer ist das Übelste, was dem Handel je hätte passieren können.
Das ist egal. Ich würde dich gern davon überzeugen oder dir klarmachen, dass diese neue, alternative Art des Tradings in keiner Weise übel ist. Ich kann nicht gewinnen. Ich kann den Computer nicht schlagen. Dann ist nicht der Computer schuld. Mein Konkurrent ist nicht böse. Er ist besser. Er ist effizienter. Wenn er Gesetzmäßigkeiten folgt... Er ist hinterhältiger. Wieso hinterhältiger? Weil ihr diese Programme habt. Vertrau mir, wenn ich sage, dass die Leute, die am Computer traden, betrügen. Jetzt noch mal halblang. Wen betrügen sie? Manche Leute haben bessere Quellen, manche bessere Server. Wenn du schneller fahren willst, kaufst du einen Ferrari, keinen Lada. Es ist dasselbe. Aufs Auto kommt es an. Ich will nur sagen, dass es keine Rolle spielt. Der Computer hat keine Seele. Ganz genau, er hat kein Gewissen, weil er böse ist. Tja, was soll ich dazu noch sagen? Als das in unserer Branche passiert ist, als der Parketthandel verschwand und sich auf den Computerhandel verlagerte, waren die Leute schockiert. Viele meiner Freunde haben der Branche den Rücken gekehrt und suchen heute noch nach Jobs. Die Personalbeurteilung findet in der Chefetage, im 7. Stock statt. Da kommen alle hin. Als man mich aber in den 4. Stock gerufen hat, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Das fühlte sich an wie eine Implosion in meinem Körper. Ich musste heulen. Als erwachsener Mann. Ich habe es gewusst. Ich habe es erwartet. Es ist ja nicht mehr so viel los. Aus irgendeinem Grund dachte ich, ich könnte hier aussteigen, wenn es mir passt. Ich würde es gern drauf haben. Ich wünschte, ich könnte mich so einer neuen Situation besser anpassen. Mir ist klar, dass ich in meiner Tätigkeit eingeschränkt bin. Als der Computer hier Einzug hielt, haben sie nur die Besten genommen. Ich bin zwar nicht so schlecht, aber ich gehöre nicht zu den Besten. Ich kann nicht viel. 16 Jahre am Stück ist doch ganz gut. Ich wollte ein Büro aufmachen und mit Computern an der Börse handeln. Ich habe es versucht. Aber damals waren die Märkte am Boden. Ich war ein mieser Trader. Was für eine Ausrede. Ich musste das Vorhaben auf Eis legen. In einem Jahr will ich nicht mehr in Chicago leben. Ich will in den Westen ziehen. Wenn es mir gefällt, will ich dort auch bleiben. Da werde ich am ehesten glücklich. Skifahren im Winter. Im Sommer einfach nur ausspannen. Ich wäre ein Park Ranger. Oder was beim Such- und Rettungsdienst machen. Irgend sowas, bei dem man draußen in der Natur ist und Menschen hilft. Das wäre toll. Wo man am Abend nach Hause kommt und sich gut fühlt. Wow. Sorgen sind die unangenehmsten aller Gefühle. Einfach mal keinen Stress mehr haben. Das ist schwer zu erklären. Man wäre entspannter, wenn man merkt, das ist nicht das Wichtigste auf der Welt. Vielleicht ist Ihnen ja aufgefallen, dass es im Haus nicht geheizt ist. So kalt dürfte es hier nicht sein, wenn meine Frau und mein Sohn noch hier wohnen würden. Damals musste es immer 22 Grad haben. Wenn Bobby über das Wochenende hier ist, mache ich es ein bisschen wärmer für ihn. Aber unter der Woche drehe ich die Heizung runter. So zahle ich fast gar nichts. Ich finde es hier sehr gemütlich. Wenn ich von der Arbeit komme, ist er da. Niemand sonst. Er weicht mir nicht von der Seite. Ich kann nicht mal in ein anderes Zimmer gehen. Stimmt's?
Ich fände es super, wenn Bobby sich für unser Business interessieren würde. Vielleicht hat er ja Talent. Ich habe ihm oft gesagt, sieh es dir an, schnupper mal rein. Ich wäre bereit, ihm zu zeigen, wie der Währungshandel zum Beispiel funktioniert. Wenn er Interesse hat, wird er mir schon sagen. Das soll er entscheiden. Ich will ihn nicht drängen. Hey, wie geht's dir, Kumpel? Hi. Hi. Wie geht's? Gut. Ja? Kennst du noch meinen Sohn Bobby? Hi. Du machst im Frühjahr deinen Abschluss? Ja. Welches College? Weiß ich noch nicht. Aber du gehst aufs College, ja? Ich weiß noch nicht, was ich später machen will. Hier gefällt es mir ganz gut, weil ich schon einiges über die Börse gelernt habe. Also, ich habe etwas Ahnung. Mein Dad sagt, dass alles zurzeit mehr auf Computer übergeht und nicht mehr die Menschen traden. Er hat mir empfohlen, mich mehr mit Computern zu beschäftigen, weil es da mehr Jobs gibt. Wahrscheinlich fragt er mich in 10 Jahren, Dad, wieso sind alle hier in den 90ern Millionäre geworden? Nur du nicht. Ich denke, das war noch eine weitere Chance, die ich in meinem Leben verpasst habe. Soll ich den Rest meines Lebens bedauern? Ich denke nicht. Ich sehe immer das Positive. Hauptsache, meine Kinder sind gesund. Es ist hart, wenn du 25 Jahre gut Geld verdient hast und das dann plötzlich aufhört. Und du bist nicht mal schuld, es hört einfach auf. Das hier muss 87 gewesen sein, da trage ich mein 003-Schild. Ja, mitten im Crash. Wo ist das? Im Standard & Poor's Pit. 1, 2, 3. Der ist tot. Der ist in Rente, der wurde abgeschossen. Deswegen bin ich ins Casino-Geschäft eingestiegen, weil ich was anderes machen wollte. Ich liebe solchen Kinderkram. Ich habe das schon immer gesammelt. Ich mag Kinder. Seltsam. Kinder und Krieger. Die sind cool. Mokassins für Kinder. Ich bin nur so weit gekommen, weil ich mich immer durchboxen musste. Als Kind hat mich mein versoffener Vater geprügelt. Ich hatte einen Unfall, das hier ist von meinem Motorrad noch übrig. Ich kam vom Fußballcamp meiner Tochter und wurde überfahren. Ein anderer Vater fuhr hinter mir her. Er sah mich dann auf der Straße liegen. Und ich habe aus Mund, Nase, Ohren und Augen geblutet. Weil ich einen Schädelbasisbruch hatte. Ich war so gut wie tot. Der Rettungssanitäter sagte, der ist tot. Dieser Job war perfekt für mich. Er ist ein echter Charaktertest, weil die Gier und das Star-Gehabe, alles, was mit dem Geld zusammenhängt, die Leute auffrisst. Keine Eichhörnchen heute und sie wieder auskotzt. Einer der Broker, der noch länger da war als ich, sagte mal, Mann, war das ein Run. Ich sagte, ein Run? Fick dich, du Arschloch. Das ist kein scheiß Run, wenn ich arbeiten gehe und man mich dafür bezahlt. Das ist kein Run. Das ist wie jeden Tag in einem scheiß Steinbruch zu arbeiten. Oh, solche Arschgeigen. Ist doch so. Ja, Big Dog. Lief gut, echt spitze. Big Dog. Danke, Kumpel. Thank you, buddy.
Oh gut, der Markt läuft so, wie ich das will. Perfekt. Das ist unsere Maschine. Wir tragen andere Monate ein, wir platzieren Orders, wir kriegen die Ausführungsberichte. Scheiße, ich habe das alles viel teurer eingekauft. Sie wollen's, wir haben's. Wir leben in einer echt verrückten Welt. Gut, ich muss jetzt in den Pit und traden. Meiner Meinung nach ist ein Nebeneffekt des Computertradens im Internet eine Stabilisierung des Weltmarktes. Also eine Stabilisierung der Verteilung des Vermögens und der Ressourcen. Wenn diese Trader nicht jeden Tag handeln würden, wäre alles sehr instabil. Wenn Trader gegen einen bestimmten Rohstoff traden, stabilisiert das gesamte Preissegment, weil es ein sehr effizienter Marktplatz ist. Wenn sich etwas verändert, gibt es sofort eine Reaktion darauf. Je mehr Menschen also in der ganzen Welt ein Gut handeln, desto stabiler wird der Preis dieses Gutes. Good evening. This is an extraordinary period for America's economy. Over the past few weeks, many Americans have felt anxiety about their finances and their future. I understand their worry and their frustration. We've seen triple-digit swings in the stock market. Major financial institutions have teetered on the edge of collapse, and some have failed. As uncertainty has grown, many banks have restricted lending. Credit markets have frozen. And families and businesses have found it harder to borrow money. We are in the midst of a serious financial crisis. Heute ging es 350 Punkte im Dow runter, nachdem es vorher ein paar Mal nach oben ging. Der S&P ging 50 Punkte rauf und hatte am Ende minus 30. Die Märkte stehen momentan extrem unter Druck. Die Welt steht in Flammen. Hört ihr nicht die Sirenen? Trifft es das nicht? Wahrscheinlich hört man das in jeder Stadt in Amerika. Wie läuft's? Du hast 4.500 Mäuse verloren. So ein Dreck. Es ist echt abgefahren. Du musst Geduld haben und aus dieser Geduld muss Entschlossenheit werden. Genau. Man lässt es laufen und wenn der Preis passt, dann musst du boom, ganz schnell zuschlagen. Und du musst auch wissen, wann du aussteigen musst. Sonst macht das Blum, weißt du? Beim Öl geht was. Echt? Okay, dann los. Los geht's. Die wichtigste Nachricht kam am Morgen. Wir hatten eine starke Leitzinssenkung. Weltweit wurden die Zinsen gesenkt. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Nach so einer Meldung würde der Dow normalerweise um 500 Punkte nach oben schießen. Aber wir haben am Ende eine negative Marktentwicklung. Hier am S&P sieht man die allererste Reaktion. Klar, die schießen übers Ziel hinaus. Jeder versucht da irgendwie rauszukommen. Und wir hoffen natürlich, dass es noch steigt. Aber das hofft wohl der gesamte Planet. Die ganze Welt hängt da jetzt mit drin. Nicht nur wir. Wir haben Einfluss. Wir sind ein großer Teil der Weltwirtschaft. Und keiner will, dass der Dollar scheitert. Das geht nicht, weil wir hier eine Konsumgesellschaft haben. Wenn der Dollar sinkt, sinkt überall alles. Welche Rolle nehmen Sie bei dem Ganzen ein? Ich reite auf der Welle. Mehr nicht. Es ist witzig. Ich erinnere mich an die 80er und 90er Jahre. Wir Trader waren die Könige. Die Typen in den Büros und die Jungs am Computer, wir haben sie ausgelacht. Und sie haben sich gerecht.